Moinsen Leute, was geht? Hier ist Mr. Let's Apple. Und ja, Freunde, heute wollen wir uns mal ein bisschen off-topic-mäßig mit einem ganz speziellen Unboxing beschäftigen. Und zwar hier von DCVDNS, die Box zu seinem Album Der erste Teil der Weiße. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte das Ganze eigentlich schon am Freitag beim Saturn holen, hatte es leider nicht vorbestellt. Aber die Spasten hatten es natürlich nicht. Und dementsprechend habe ich es jetzt auf Amazon geordert und das Ganze ist da. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, hier haben wir auch schon das Ganze, die wunderschöne Box. Kleine Spiegelung hier am Rande. Sehr schön, sehr schlicht gehalten, cooles Boxformat eigentlich auch. An der Seite ein kleines Flugzeug, ein Helikopter, einmal ein Jeep in die Richtung, ein Mercedes, wie auch immer, vielleicht ist es ein neuer Mercedes. Und ein Bus, mit dem er wahrscheinlich zur Tour fahren wird, die ganzen Groupies dort drin haben wird, wie auch immer. Rückseite, das Space Shuttle, was auch das T-Shirt-Motiv zieren wird. Und man sieht schon die Inhalte der Box, aber da wollen wir gar nicht so sehr spoilern. Hier unten natürlich auch noch einige lobenswerte Erwähnungen zu seinem Studio etc. Und ja, ich bin sehr gespannt. Machen wir das Ganze mal auf. Ich hatte leider nichts anderes da. Müssen wir jetzt so lösen. So, sollte schon reichen. Einmal schnell die Folie lösen. So, zack. Dann haben wir das Ganze auch schon. Ja, das löst sich sehr gut. Ja, wobei geht. Und zack. So, da kommt uns quasi der Inhalt schon entgegen. Als erstes fällt mir hier auf. Sehr geil. Die Autogrammkarte. Wunderbar, ich finde es sehr gut, dass ihr die Autogrammkarten auch selbst unterschreibt, das fühlt man auch. Hier ist sogar ein bisschen, falls es fokussiert, genau, hier ist sogar ein bisschen Edding drauf. Wahrscheinlich hat er diese aufeinander gestapelt und dann ist da ein bisschen Edding drauf gekommen. Sehr nice, kleine Uniqueheit hier. Wunderbar, Autogrammkarte, sehr geil auf jeden Fall. Sehr gute Sache. Weiterhin, hier, sehr schöne metallische Box, auch hier wieder kleine Reflexion am Start. Hier wird das Album drin sein. Legen wir erstmal noch beiseite. Dann haben wir hier Sticker. Wir haben nämlich echt einiges an Sticker hier auch drin, was ich sehr interessant finde. Sehr gut finde auch, also dass nicht mal nur so ein Sticker dabei liegt. Des Weiteren haben wir hier einen weiteren Sticker. Zweimal den gleichen Sticker. Auch sehr interessant, dass er den zweimal beigelegt hat, aber bei diesem schönen Auto, was dort abgebildet ist, das muss man natürlich zweimal drin haben. Hier ein Sticker in Sportoptik, Fußballoptik, schätze ich mal, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so gut aus mit. Aber auch sehr schön. Dann hier der Klassiker, schön im Diamond-Look, wunderbar. Auch sehr geil. Das war es, denke ich, schon mit den Stickern. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das war's. Sticker auch schon sehr gut. Dann haben wir hier, sehr interessant, die Chopped and Screwed Version des ganzen Albums. Sehr cooles Cover auch. Machen wir natürlich auch mal auf. Und holen die CD da raus. Jawohl. So sieht das Ganze aus, Chopped and Screwed Version. Sehr cool, muss ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Wie das so klingen wird, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und zurück mit dir. So. Dann weiterhin. Tourdaten. Auch sehr wichtig, auf die Tour werde ich mich wahrscheinlich auch begeben. Ich schaue mal gerade. Wie ihr wisst, Freunde, wohne ich in Hannover. Und das wird so wie es... Doch, tatsächlich. 16.02. Da bin ich am Start, Freunde. Fan-Treffen incoming. Ein Spaß. Ja, sehr schöne Tourdaten. Könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr kommen wollt. Läuft. Des Weiteren, was ich auch sehr gut finde, muss ich sagen, diesen Patch hier. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat in so einer Box, aber ich finde es sehr geil, weil den kann man sich echt irgendwo cool draufnehmen auf ein kleines Stück. Und dann sieht das echt gut aus. Ist auch qualitativ echt vernünftig, würde ich sagen. Nähte sind gut gemacht, Motiv ist schön. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Werde ich noch entscheiden, wo der drauf kommt.
Dann haben wir hier natürlich noch ein Poster. Man sieht es hier schon. Werde ich jetzt natürlich auch mal zur ganzen Größe entfalten. Ist nicht sehr groß, was ich aber gut finde, dann muss man sein Zimmer nicht so vollhängen mit dem Scheiß. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich hatte mir auch schon die Dwissbox zugelegt, beziehungsweise habe die geschenkt bekommen. Shoutout an meinen Bro Kevin, dankeschön. Ja, und da war auch ein Poster mit dabei, was ebenfalls ungefähr die Größe hat, glaube ich. Ich sehe es hier gerade an der Wand. Zeige ich euch mal, Moment. So, hier haben wir quasi das Dwiss-Poster von damals, Freunde. Auch sehr geil, ungefähr gleiches Format. Und ja, das erste teilte weiße Poster wird seinen Platz auf jeden Fall auch hier neben finden. Wunderbar. Wobei ich ja finde, das hier noch sehr viel interessanter, die Rückseite. Ebenfalls hier nochmal mit dem DCVDNS-Logo, sehr cool. Weil ich weiß nicht so, ich habe irgendwie keinen Bock, mir seine Fresse hier ins Zimmer zu hängen. Nicht, dass das irgendwie scheiße aussehen würde oder so, aber ich finde das Logo einfach ein bisschen neutraler. Auch sehr cool auf jeden Fall. Und deswegen wird es, schätze ich mal, das werden. So, weiter geht's. Bevor wir wirklich zum Album kommen, Freunde. Das T-Shirt. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen ja hier schon Gilden Soft Style in der Größe L. Glaube, es wird mir etwas zu groß sein, aber wir schauen mal. Ja, breiten wir das auch mal aus. Das sieht doch super aus. Ja, cooles Motiv auf jeden Fall mit dem Shuttle. Da kann man echt nichts gegen sagen. Qualität, Gilden, man kennt sie. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man definitiv tragen. Und ja, wie gesagt, das Motiv auf jeden Fall echt vernünftig. Hinterseite ist nicht bedruckt, Freunde. Aber, wie gesagt, dafür hier vorne ist ein Space Shuttle. Ja, damit ist er bestimmt zum Dreh von der ersten Seite Weiße geflogen. Safe. Ja, das Ganze passt ganz gut, würde ich sagen. Also ich trage normalerweise Größe M. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, Größe L. Daher etwas zu groß für meinen Geschmack. Aber ich schätze mal, für die Hip-Hop-Freunde ist das genau richtig. Motiv nochmal, das Space Shuttle, wunderbar. Ja, und ansonsten kann man den Spaß auf jeden Fall echt gut tragen. Werde ich auf jeden Fall auch machen, ist chillig, fühlt sich sehr gut an. So. Dann kommen wir aber jetzt mal zum Hauptding des Ganzen, dem Album. Oh ja, Spiegelung am Start, Freunde, hi, what up? So, machen wir das Ganze mal auf. Auch eine coole Verpackung, die werde ich mir auch aufheben. Da kommt das Ganze schon zum Vorschein. Sehr schön. Hammer. Man sieht hier schon das Cover ohne irgendwelche großen Aufschriften oder sonst was. Einfach nur er, ups, so rum. Mit Aluhut, einfach nur geil. Den hätten sie auch beilegen können. Einfach mal einen Aluhut beilegen, warum nicht? So, machen wir das Ganze auf. Und auch dieses Bild kennen wir. Mit der zugezogenen Kapuzenjacke. Sehr gut. Tracklist haben wir hier. Sowieso allgemein, das Design finde ich echt geil. Machen wir das Ganze mal auf. CD. Sehr schlicht gehalten. Also hier ist wirklich, naja, außer dass die Spiegelung wieder am Start ist, ist hier auf jeden Fall nichts dabei. Auch hier kein großer Aufdruck oder sonst was. Hier noch was drin. Ja. Ach so, ja, von hier, ja. Die Instrumentals, schätze ich mal. Steht jetzt auch nicht weiter drauf, so wie ich das sehen kann. Aber ich schätze mal, das werden dann die Instrumentals sein. Und dann hier wahrscheinlich noch das. Auch von hier, Gott. Das Booklet drin. Sehr nice. Schauen wir auch mal kurz rein. Jawohl, da geht es direkt los. Louis Vuitton Bandana, ihr wisst Bescheid, Freunde. Produziert hier sehr gut. Wolfgang H., DCVDNS Text. Ich finde es sehr gut, dass ihr hier immer noch sich die Beats zum größten Teil von Wolfgang H. produzieren lässt. Und wer DCVDNS schon länger kennt, der hört auch da echt Parallelen raus noch aus den Beats, beziehungsweise halt einfach so einzelne Dinge, die die Beats von Wolfgang H. halt ausmachen. Und das finde ich auf jeden Fall echt sehr geil. Generell
Weiß nicht, ob dazu nochmal ein separates Video kommt, aber hört man generell viele Parallelen zu alten Songs, Weiterentwicklungen zu alten Songs, was ich auf jeden Fall sehr geil finde. Und ja, was ich auf jeden Fall auch sehr cool finde, dass hier die Texte alle mit abgedruckt sind. Das ist definitiv echt ganz nice, das findet man auch nicht in allen Booklets. Und ja, theoretisch kann man dann da mal mitrappen, wenn man denn möchte. Ja, die Bilder einfach auch mega witzig. Der Typ, ey. Ja, die goldene Rolex am Schwanz, ne? So muss es sein, Freunde. Ein Originalfoto. Alles klar. Ja, wirklich hier überwiegend von Wolfgang H. produziert, sehr gut. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall separat auch nochmal anschauen. Was haben wir hier? Aluhut-Anleitung. Auch nicht schlecht. Werde ich mir auch nochmal separat durchlesen. Sehr gute Sache auf jeden Fall. Ansonsten Album, genau, hier die beiden Covers, hinten die Tracklist. Sehr geil. Ja, und das war's im Endeffekt auch schon. Mit der Box zu der ersten Teile Weiße. Wunderbares Album bisher. Oder was heißt bisher? Ich find's sehr gut auf jeden Fall. Ja. Lasst mich wissen, was ihr von dem Album haltet, Freunde. Und ansonsten haut rein, Freunde. Bis zu den nächsten Videos. Und bis dann. Ciao.